Alright, wir gehen rein. Moin Leute, Time ist hier. Es geht weiter mit Clash Royale. Es wird wieder gezockt, haben sich viele gefreut. Sehr, sehr nice. Es gab nicht Balance Changes und es gibt ein Deck, was völlig OP ist. Das ist so ziemlich dieses Deck, weil der E-Giant viel zu stark ist. Ist viel zu stark geworden. Und mein Trophäenrekord war, glaube ich, 6500. Und ich möchte ja noch meinen neuen Allzeit-Trophäenrekord aufstellen. Das könnte ich damit schaffen. Meister 3 wäre es. 6600 würde ich richtig feiern. Würde ich richtig feiern. Ist aber noch ein weiter Weg. Es ist wirklich ein grandioses Deck. Heute ohne Big Spin. Ich versuche mit dem Deck so klar zu kommen. Müsste bei 5-4 auch noch relativ einfach sein. Nächstes Mal dann wieder mit Big Spin, wenn er mir wieder ganz viele Tipps und Tricks beibringt. So, als erstes splitten wir die Zappies. Das ist ein wirklich dämliches Deck. Man spielt wirklich mit Level 16er E-Giant. Okay, das ist gut. Guck, das ist gut. Das ist perfekt. Jetzt mache ich das, was ich gelernt habe. Perfekt. Perfekt. Jetzt gibt's einen Kite. Jetzt hat der Gegner keinen Tesla mehr und keinen Mini-Packer. Es sei denn, er spielt das Counter-Deck mit Mini-Packer-Spiegel. Tut er nicht. Direkt ranziehen. Dann noch auf der anderen Seite Druck. Nächster Tesla ist platziert. Ein Charge rein. Hat der Mini-Packer wieder? Ja, wir sind dran. Das ist Damage. Ich spiele das gut. Jetzt gibt es hier einen Bomber. Ey, super gerade. Der ist ein guter Bomber. Der Damage. Wieder. Level 16er E-Giant. Der ist so OP. Oh mein Gott, setzt noch ein Tesla ein. Scheiß drauf, ich mach beide weg. Der Turm fällt. Beide Türme fallen. Alter! Und? Seid ihr begeistert? Geil! Gutes Game! Magst du Glücklicher? Macht Spaß! Oh nee. Hä, wie dumm. Oh, was hat denn der für eine Scheiße? Wie stark ist sein Deck denn gegen mich? Was ist denn mal sein Problem jetzt? Hat der Single-Target-Damage dabei? Wir müssen rein. Hat er Single-Target-Damage? Oh, nur den Kollegen. Auf jeden Fall der Turm. Der spielt ein... What the fuck? Die Zappies sind geil gegen E-Giant. Guck mal. Das
Das war super, die sind stark. Können die Seppis mal helfen? Oh, die waren ja scheiße, die Seppis. Oder oh, E-Giant, der Level 16er E-Giant, das macht er dann noch mit dem Turm. Mit dem King Tower, ist das so beabsichtigt? Geiler Nado, ja. Alle Skelette getötet und Baby-Drachen rangezogen. Super. Das ist verrückt. Scheiße, das war so kacke. Mann, ich wollte mal auch was Verrücktes machen. Ich direkt, immer wenn ich irgendwas mache, was mir Bixby nicht beigebracht hat, werde ich dafür irgendwie bestraft. Oh, das war stark. Wenn ich es schaffe, die Seppis... Ne. Oh. Das war super gut. Oh mein Gott, und dann... Das war lächerlich gut. Wow. Oh, die hohe Kanone, weil ich wusste, dass der Lightning kommt. Der ist so scheiße. Da gähne ich nur. Wer ist er? Das Deck ist so räudig. Das ist das dreckigste Deck, was es je gab. Ist so. Bin ich ehrlich. Don't hate the player, hate the game. Das ist nicht mein Bier. Ich will nur einen Rekord. Mit welchem Deck ist mir egal. Das kann Golem Klon, das kann Lavahund sein. Das ist mir so egal. Okay. Gibt's einen Bomber? Was für ein Dreckstiming, ich kotze. Ich muss einen Lightning klatschen. Und der connectet trotzdem, weil der Lightning zu spät kam. Er macht einen Sepp. Kriegt das Viech hin? Jetzt habe ich auch kein... Was ist das für eine Drecksrotation? Er hat einen Ballon auf der Starterhand, ich kein E-Giant. Jetzt habe ich kein Nado auf der Hand. Wie dumm. Wie dumm, wie dumm. Ich bin richtig sauer. Oh mein Gott, wenn der Seppi überlebt. Huge. Mächtig. Genial. Großes Kino. Ich muss den Golden Knight davor bringen, weil er könnte jetzt... Ich muss zu den Seppis cyclen. Und charge ich auch. Oh mein Gott, der ist gut. Nee! Oh, Turm ist da. Egal. Wieso hat er die sich auf die Skelette gecharged? Das Ding stand in ihm drin. Habt ihr das gesehen? Ich möchte, dass er seinen Ballon spielt. Ja! Oh, hä, was ist mit dem Ballon? Ist der Dauerstand von 6 Seppis? Er seppt die Seppis! Heulender Dark Prince. Chargen, falls die Kobold-Armee kommt. Oh, was ist das? Die Kobold-Armee. Ist das der Fachbegriff? Nee, Kobold, Kobold-Brigade? Nee, Kobold, was ist das denn? Gang! Ja, wusste ich doch. Ist sich schon fast sicher, dass er gerade durchkommt, aber dann. Ich hab das Elixier. Showtime! Fireball! Und das ist wieder ein insaner Nado, weil zwei Seppis überleben. Es ist wieder Damage.
Ich kann jetzt schon die Seppis bringen, weil er gleich wieder einen Ballon bringt. Oh, Überraschung, Ballon. Heulender Royal Ghost. Heulender Royal Ghost. Ich bin so toxic. Ja, ich bin so schön toxic. Ist geil. Ich liebe dieses super toxic sein in Games. Ich liebe das auch bei Valorant. Ich finde das in allen Games irgendwie geil. Bisher ultra clean. Ich hab nichts dagegen. Wie dumm. Was ist das für eine Starterhand? Wenn er jetzt ein Gebäude hat, habe ich verloren. Toll. Wie ist eine Kanone? Der spiegelt den Hawk Rider. Ist das denn die Möglichkeit? Ein 16er Hawk bringt er mir. Alright. Nicht schlecht. Kriegen wir die aufgehalten mit King Tower? Der spammt ja einfach alles dauerhaft an die Brücke. Ist der gut? Ist da eine Taktik dahinter oder ist der einfach nur schlecht? Jetzt hätte er einen Mini-Packer. Wäre sogar gut, wenn er den einsetzt. Könnte gutes Timing sein? Scheiße. Dreck, das war eine ganz loste Kanone. Scheiße, das ist dumm! Mini-Packer ist raus. Aber er kann ihn noch spiegeln, wir müssen aufpassen. Ist okay. Gutes Timing. Ich hab ihn gerade. Ich comeback das hier gerade. Was haben wir auch noch davor? Oh, oh. Was bringt denn alles? Ist aber ein saftiger Lightning. Ja, was hat er gespielt, um meine Einheiten alle hinten zu töten? Zwei Kanonen sind auch geil in der Defense. Der Typ macht gut Druck und das dauerhaft. Kanone, um die Seppis zu beschützen. Zwei Executioner. Schweinereiter rüber. Bomber lenkt den Typen ab. Executioner kriegt einen Hit durch. Oh, das ist nicht in Turmrange. Oh, das ist bad! Der hat mich, der hat mich. Was soll ich machen? Der hat mich. Der hat auch Mini-Packer, der hat mich. Oh mein Gott, den Executioner ich mitgetroffen. Der hat mich.
Kurz warten. Jetzt. Alle drei Truppen. Oh, da kommt Damage. Executioner räumt alles ab. Das ist denn der so stark? Er spiegelt sein Minipacker. Habe ich bisher 100% aller Games verloren, wenn der Gegner Minipacker spiegelt? Das ist doch low. Das ist doch, was war das für ein lowes Game? Was? War 100% ein Sniper. Digga, er hat Executioner und Minipacker. Und Spiegel. Alles. Alles einfach. Scheiße. War Counter, aber dafür war gut. Dafür war gut. Dafür war es in Ordnung. Bixbin wäre da. Bixbin Coaching morgen. Ich push heute so und dann gucke ich, was gut ist, was nicht gut ist, sammle Erfahrung und morgen wieder Coaching. Oder morgen oder Montag. Ich bin ja erst bei 5-5. Bisher habe ich ja eigentlich alles gewonnen, außer das eine. Jetzt. Das ist erstmal wieder gut. Ah, den macht er. Ist die aktiviert die King Tower? Nee. Oh nee, jetzt aber. Schlecht. Ach Mann. Davor wurde mir. Davor wurde ich gewarnt. Ah, der hat einen Feuerball. Einfach so. Oh, kann ich die Mini-Golems ranziehen? Wenn ich perfekt time in der Explosion? Alter! Golem King Tower angemacht. Let's go! Das ist ein Ewis und eine Hütte. Ja, Gegner schreibt, wow! Zu Recht. Vollkommen zu Recht. War geil. So heftig war das nicht, Digga. Ja, das war seine letzte Nachricht. Tschüss. Sauber. Oh, wenn er jetzt wieder einen Feuerball hat, dann war das lost von mir. Oh, gehen wir mal in die Gegenoffensive rein. Oh, der Feuerball wird so wehtun. Oh, ich muss schnell wegcharge mit dem Kollegen. Oh Gott, das ist schlecht. Das war richtig schlecht. Ich mag das. Finish in der gleichen Sekunde. Schön Lightning, zack, fertig. Ist das noch free to play? Ja. Das ist mein free to play Account.
Zwei Gebäude. Zwei Gebäude. Aber gutes Timing. Da kommen Skelette. Komm schon, die Skelette ein. Das ist kein Skelett. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig! Jetzt kommen erst die Skelette. Der Ritter und... Oh, nee. Hat er wieder einen X-Bogen? Er weiß, dass ich einen Spiegel habe. Ich mach was Verrücktes. Oh, das kann ganz dumm gewesen sein. Ja, das war dumm. Ist die Kanone richtig? Ja, die Kanone macht einen guten Job. Ganz komisches Spiel. Komisch. Jetzt hat er wieder X-Bogen und... Oh, das ist ein schwacher X-Bogen. Wenn ich in der Doppel-Elixier-Phase jetzt ein Lightning habe, dann hat er Probleme. Der Charge! Habt ihr gesehen, wie ich die Bogenschützen rangezogen habe und dann auch der Charge? Und jetzt stunt die ganze Zeit noch der Seppi und der Golden Knight... Kann so oft angreifen. Äußerst stark. Kommt er noch durch? Der ist noch durch. Und der X-Bogen tötet sich selber. Das ist halt ein ganz fleischiger Lightning. Und links der Bomber. Nee, kein Hit. Oh mein Gott, der gespiegelte Lightning und der Tesla ist draußen und alles ist weg. Ich habe gerade eine riesen Spaßdosis in Clash Royale, obwohl ich so ein Drecksdeck spiele. So, jetzt spielt er gleich noch seinen Tesla. Kriegt er einen Hit durch? Oh, kommt ein Holz, okay. Oh nee, was, wie viel Damage macht ein Tornado? 78. Doppel-Nado, tötet das Ding? Oh, der Disrespect! Ich hatte einen Lightning! Aber ich spiele den Lightning nicht, weil ich mit dem Doppel-Tornado seinen Turm hole. War ein bisschen riskant, ich hatte auch kurz Angst, dass es nicht passt. Ich hatte einen Lightning bereit. Aber wenn ein Turm von einem Doppel-Tornado geholt wird, der fucking 70 Damage macht, dann ist der sauer. Eigentlich bin ich immer sauer auf X-Bogenspieler, weil das so kacke ist. Aber ich spiele ein noch viel beschisseneres Deck. Deswegen kann ich noch nicht mal sauer auf ihn sein. Das war ein solides Handling gegen einen X-Bogen-Deck. Habe ich noch nie gespielt. War mein allererstes Mal X-Bogen mit dem Deck. Double Nado für den Win. Hätte es nicht gepasst, hätte ich das Spiel verloren, ja. Das war ein Pro-Play wegen Lightning-Block. Gut. Was bist du denn? Einmal anmachen. Oh, perfekt. Charge, weil er Kleinkram hat. Hä? Er charged in Esgami rein. Ohne Charge. Turm weg. Ich konter den Typen, ne? Der spielt Spam only. Ich habe einen Hard-Counter zu ihm. Er spielt Lockbait mit Spam-Einheiten. Ich konter ihn ganz dolle.
kann jetzt sogar den bringen. Ja, guck mal, er hat nur Spam. Princess stirbt, Fledermäuse sterben. Was hat er noch? Wieder eine Skarmy? Was hast du? Du hast nur Spam, Digi. Ja, Skarmy. Ein Turm, zwei Turm, Heul-Emoji. Damage macht ein Lightning. Er trifft noch nicht mal. Spielt er noch weiter? Ah, er spielt noch. Na, dann hör mal auf zu spielen. Zurück in die Lobby mit dir. War ich aber auch sauer, weil... Der erste Charge hat mir nicht gefallen. Okay. Magic? Scheiße. Ah, Nado kam ein bisschen zu früh, schade. Ich habe keinen Nado. Der Golden Knight ist so gut. Der ist so gut. Ich dachte, ich verliere den Turm. Ich habe dumm gespielt, aber dann... Zack. Nochmal chargen einfach. Oh, 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 oh. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Dann nimmt der nochmal die Skarmy mit. Skarmy, drei Elixier, Charge, ein Elixier. Hat er denn Feuerball? Ist jetzt ein geiles Time, wenn er Inferno-Turm setzt, dann könnten die Seppis ihn stunnen. Oh, wow, das war mein bester Play des Tages heute. Und das noch in der einfachen Elixierphase. Das war sehr geil. Jetzt macht er aber wieder ein Koboldfass. Nee, noch nicht. Oh, er ist lost, er setzt alle Koboldfass. Auf eine Seite, ja. Das Game ist intens. Wieder chargen. Oh, nee, du. Der hat ihn noch nicht verstanden. Hat er noch nie gegen Golden Knight gespielt? Das ist ja lost. Das finde ich ein bisschen lost. Okay, dann macht er den. Okay, gebe ich dir. Und mit dem Lightning rein. Ich habe ja auch Instant Unready. Der ist schon mal weg. Und den Execution. Oh mein Gott! No way, die Seppis überleben sogar. Das war ja böse. Ich habe mit dem Nadel noch die Skarmy mitgetötet. Das war frech gut. Oh, krass. Das ist herrlich. Wirklich. Das sind gute Games. Ich habe Spaß. Ich bin gut. Es läuft überraschend gut. Ich muss noch besser werden mit Seppis Placement. Oh, welche Truppe ist hier fertig? Oh, Spiegel habe ich schon auf 3? Oh, Spiegel auf Level 5? 150. Alright. Meine Seppis Placement besser werden. Kanone.
Und Damage zulassen. Das ist noch ein Key. Der spielt das gleiche Deck wie ich. Oder? Oh. Okay, overextended komplett. Was bringt das, so zu overextenden? Kriegt der Mini-Pack einen Hit raus? Ja. Mir gefällt die Rotation gerade überhaupt nicht. Oha. Oh mein Gott, und der Bomber. Oh, mein Bomber hat noch mitgetroffen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, dein Mega Minion Placement ist falsch. Bam. Oh, der Baby Dragon. Oh, der ist weg schon. Mini Packer, kriegst du es hin? Mini Packer. Kriegst du ganz schön viel Schaden, ne? Dafür, dass du in deiner eigenen Hälfte bist. Ich finde die selbst irgendwie gut. Da kommt safe noch Mini-Packer jetzt. Scheiße, Game verloren. Er ist smart. Er ist smart. Nee, er setzt jetzt die Mini-Packer ein, das ist lost. Krieg ich wenigstens einen Turm verteidigt. Das sieht schlecht aus. Einen Turm wenigstens verteidigen. Ja, mach doch mal knapp. Warum so riskante Plays immer? Ja, das ist auch mal ein bisschen. Ja, ein bisschen für den Spice. Gut. Ne, Golem ist immer gut in der Doppel-Elixier-Phase. Da bin ich zu aggressiv reingegangen nochmal. Da wollte ich nochmal wissen. Mach das Ganze etwas knackiger. Alright, dann wieder rein. Oh mein Gott, das ist doch schon gut. Ich wollte jetzt nur noch einen Nado. Aber der kommt natürlich nicht. Nee, ne? Okay, sehr gut. Das ist ein bisschen Damage. Ist das schon wieder ein... Ist das schon wieder ein Golem-Spieler? Nee, kann gar nicht sein. Und die Kanone war sehr lost. Was ist das für eine Kanone? Ich hätte einfach keinen Schaden kassiert. Ein Feld weiter hoch, ne? Ist euch bewusst. Der hat den Ritter getötet.
der spielt auch so ein. Kurz noch warten, jetzt. Sehr schön. Sehr gut. Oh, das ist ein böser Kite. Oh, ich spiele mit dem. Oh, der ist fies. Oh, no. Ach, nö, du. Oh, jetzt zieh ich den Baby Drake noch mit zurück. Wie assi. Gibt's doch nicht. Ich habe einfach die ganze Zeit angegriffen. Er hat gar nichts mehr geschafft, auch nur andersweise meine Hälfte zu laufen. Easy. Easy. Woher wisst ihr das? Mephisto. Abholen, annehmen. Fertig. Seit wann bist du gut mit der Schreie? Ey, immer! Was willst du eigentlich, Mika 2008? Soll das so eine Frage sein? Spielt der ein... Nö, ich mach da gar nichts. Der kann First Play defensiver Drecks-Tesla machen. Ich bin immer Feuerball anfällig, da muss ich aufpassen. Oder die Kackpfeile halt, ne? Ah, es ist gut. Holzfäller Ballon? Echt jetzt? Echt jetzt? Holzfäller Ballon Tesla. Mit Pfeilen. Das kann dicker Charge werden. Los mal, Golden Knight, Golden Knight. Bam, bam, bam. Sauber. Ich kann halt nichts gegen machen, ne? Der Tesla. Der steht da wie nur eins. Aber ich habe einen Spiegel und der Gegner nicht. Was machen wir? Er greift, glaube ich, auch an mit Ballon. Nee. Fledermäuse sind lost. Valkyrie ist super lost. Oh no! Oh no! Holy shit, Angriff ist die beste Verteidigung. Wie aus dem Lehrbuch. Wie aus dem Lehrbuch. Kommt jetzt noch ein Ballon? Alter, da ist der Ballon! Oh Gott! Wie viel Lightning Value gibst du mir? Schäm dich! Oh, das Timing wieder. Jetzt will er hier einen Ballon einsetzen, oder was? Oh, ich spiele mit dem. Kommt er jetzt rechts nochmal mit einem Ballon rein? Er hat aufgegeben. Das war so gut.
Junge, spiel Elite-Barbaren. Warum soll ich das spielen? Weil die OP sind? Ich passe doch gar nicht ins Deck. Wieso soll ich Elite-Barbaren spielen? Weil du möchtest, dass ich Elite-Barbaren spiele? Was laberst du? Spiel du doch Elite-Barbaren, Alter. So ein richtiger Elite-Barbaren-Spieler. So ein Elite-Barbaren-Spieler würde nur zu anderen Leuten sagen, spiel auch Elite-Barbaren. Die sind voll OP. Geil. Alter, Kranke mit einem... Wo hast du deinen Sub her? Hast du gesubbt? Hast du es geschenkt bekommen? Kann ich das selber sehen? Folgt seit 10. April 2017. Wo kann ich sehen, wo du das herbekommen hast? Geschenkt oder aktiviert? Nichts gegen E-Bubs. E-Bubs sind cool, aber machen halt null Sinn in dem Deck. Null. Nachher noch Diablo, ja. Müssen wir ja. Heute ist ja Samstag. Aber ich hoffe, das geht noch ein bisschen, ne? Ein bisschen langsam. Hä? Oh Gott. Giant Skeleton Klon. Der hat sie doch nicht alle. Alter, was für ein Bomber. Für zwei Elixier macht der manchmal so viel Value. Giant Skeleton Klon. Giant macht er gut, ist ein günstiger Angriff. Der mich ganz schön unter Bedrängnis setzt. Soll ich einen kiten? Die zwei Kollegen machen da Damage, das nervt ein bisschen. Oh, der muss noch sterben. Oh no. Das war's. Kein Nade auf der Hand. Ich konter Klon-Decks. Aber ich komme mit dem Giant Skeleton nicht klar. Gar nicht. Gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Probieren wir es einfach mal so. Jetzt habe ich es. Ich setze ein Nado in der Offensive ein und habe jetzt noch einen Spiegel-Nado in der Defensive. Nochmal das gleiche. Kurz warten, jetzt. Das war so clean. Holy fucking shit, war das clean. Oh, der Bomber war los. Ne, lebt noch. Das war ja unnormal clean. Was ist los? Mal kurz warten, jetzt. Okay. Oh, der Magier muss sterben, tut er nicht, aber geht davor. Ne, wieder dahinter, hä? Wie random.
Brauch mal Nado, ich brauch mal Nado. Giant Skeleton aufhalten, bitte. Ist das dran? Nee, das wäre low. Sehr gut, ist nicht dran. Muss man mit E-Giant nach hinten. Seine Giant Skeleton machen mich voll fertig. Der spielt nicht schlecht, der Typ. So eine Kacke. Oben frechen. Ich mache einen frechen. Comeback! Nicht schlecht! Das war insane! Ich gähn nur. Raus da. 1 HP vom Nado. Insanes Timing auch. Turm holen, raus, fertig. Das sind gute Games, Leute. Mir liegt das Deck. Das ist natürlich auch völlig OP, das Deck. Aber das war, das ist sick. Das ist ein Run. Na, super. Mein 7000. Turmskin, das ist wichtig. Sau clean. 5-7. Ein Game heute nur verloren? Er gibt dir Props und du gähnst. Ich muss mich mal fragen, was ist am heftigsten toxic? Schaffe ich damit 6-6? Das ist die Frage. Das ist die Frage.